Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Pinkluck.com. Richtig, ich bin es, wir spielen heute nochmal Garfield. Verdammt. Garfield Kart Racer Racing. Ich bin jetzt nicht sicher. Ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb. Immer noch 50 Kubik und heute gibt es nicht den Lasagne Cup, sondern die Rennklasse Pizza. Wir haben ja im letzten Video, kann gerade nicht rüber, LP, hatten wir ja Rennklasse Lasagne und diesmal fahren wir Rennklasse Pizza. Ich hoffe, es gefällt euch. Und wenn ja, lasst ein Abo da, schreibt es Kommentar, wie die Glocke, like das Video. Ich würde mich tierisch darüber freuen, euer P-Glück oder Können. Und los geht's, ne? Und los geht's. Rennen 1 von 4. Und wir müssen wieder Puzzlestücke sammeln. Mal gucken, ob wir das überhaupt hinbekommen. Ich glaube nicht, aber lasst euch einfach mal überraschen. Drück mal auf A. Wir haben uns die Strecke angeguckt. Eine schöne, richtig schöne, ich sage mal, Bauernstrecke. Überall das Korn. Sieht auf jeden Fall geil aus. Wir sind hier gerade wirklich. Ah, Kart Furious Racing, so heißt das Game. Aber war das bei 2, ne? Scheiße, ich habe mich aufgepasst. Ja, bei 2. Ich weiß nicht, ob ihr in den letzten Videos schon gesehen habt. Ich habe einen schönen Heck-Spoiler und konnte ein bisschen was ändern. Ja, wie driftet man nochmal? Wartet mal. Ah, ich glaube so. Ja, genau. Genau, mit A. Wie im letzten Video schon rausgefunden. Ja, ich habe in letzter Zeit zu viel gespielt. Ja. Auch hier Rocket Racing und das ist ja überall anders da. Oder Disney Speedstorm oder ist es ja überall anders. So machen wir die Feder nach hinten mit X auch nach vorne. Und muss sagen, natürlich auf 50 Kubik sind wir natürlich gerade der Beste hier auf jeden Fall und rocken das komplette Haus. Was war das nochmal? Ich nehme mal X. Ah, das macht Bumm. Ah, okay, gut. Weiß ich nicht mehr, ist ein paar Tage her. Ich habe einen schönen Heck-Spoiler dran. Und ja, das Spiel fühlt sich am Puzzleteil ein bisschen langsam an, aber für das Geld macht es echt Spaß. Was hatte ich eingeblendet? 250? Und für 2,50 macht das echt Spaß. Da kann man nichts verkehrt machen. Kann man da langfahren? Jo, man könnte hier eine Abkürzung nehmen. Garfield Car Furious Racing. Runde Nummer 2. Ja, ist ein bisschen chillig bei 50 Kubik. Aber wenn ich einmal alle Cups euch durch habe, werde ich natürlich auch bei 100 Kubik fahren. Mit 100 Kubik fahren. Ja, natürlich. Um zu sehen, wie viel schwerer ist das. Wenn ich die Feder nach vorne mache, mache ich einen Jump. Oh, das ist nice. Okay. Wir sammeln Bonbons, nicht à la Garfield. Ich hätte gerne Lasagne. Wo bin ich reingefahren, wenn ich das wüsste? Da machen wir eine Feder hin. Ist das eigentlich gut, sie nach hinten zu droppen? Puzzleteil. Ah, Mann. Rückwärtsgang, Rückwärtsgang. Wartet, wir riskieren es, wir riskieren es. Puzzleteil, Puzzle. Muss ich nur wissen, wo das zweite, dritte Puzzleteil ist. Jetzt versuchen wir mal wieder zu gewinnen. Was passiert, wenn ich reinfahre? Ah, ich mache einen Salti. Okay. Es ist nicht gut, reinzufahren. Natürlich können wir jetzt verlieren, aber ich habe schon mal 2 Puzzleteile von 3. Ich weiß nur nicht, wo die anderen sind. Aber man kann ganz schnell bei 50 Kubik wieder gewinnen und aufholen. Das ist ja auch so wie bei Mario Kart. Wenn man jetzt hier keinen Mist baut, was kriege ich jetzt? Er hat auch einen schönen Heck-Spoiler. Mist, ich wollte nach vorne werfen, merke ich gerade. Ha, du wirst uns nicht los. Oh Mist, das war nicht gut. Ich habe keine Ahnung, wo das dritte Puzzleteil ist. Schade. Eine Runde haben wir noch. Ja, jetzt muss ich erstmal aufholen. Letzte Round, Baby. Ah, Mann. Mist, ich bin im Matsch gefahren. Das ist nicht gut. Okay, jetzt hat der Turbo sich aufgeladen. Kein Problem. Wiederholt mich. Geh weg, du Sau, ey. Hier, nimm den Kuchen und stirb dran. Vielleicht muss ich rechts fahren, ne? Fahre nämlich, glaube ich, als links. Und das ist das Problem daran. Ja, das ist, denke ich mal, das Problem, warum ich das letzte Puzzleteil nicht finde. Scheiße. Macht nichts. Beim nächsten Mal weiß ich Bescheid. Und schön driften. Dann hat man noch ein Gefühl von Geschwindigkeit. So kann es gehen. Nice, auf jeden Fall noch gut den ersten geholt. Wo bin ich denn reingefahren? Wo kam das Kissen her? Ich weiß es nicht. Aber wir sind Erster, das Spielen, da wo ich nochmal Mist gebaut habe. Geile Sache. Nicht da reinfahren. Und auch nicht in die Feder fahren, nein. Ah, vielleicht auch sogar da, oder? Nee, da bin ich doch drüber gefahren, da war kein Puzzleteil. Wir haben gewonnen, weiter geht's. So sieht's aus, ey, Erster. Immer noch Erster, weiter. Wow, Nummer 2 im Dämmerlicht. Okay, eine ganz andere Strecke, sehr schön, nicht durchs Kornfeld. Ah, oh Mist, wir können uns die Strecke angucken, gucken, wo die Puzzleteile sind. Das machen wir jetzt natürlich nicht. Aber nice, geil, geile Sache. Oh, ich habe zu früh gedrückt, egal, macht nichts. Oh, doch nicht zu früh gedrückt. Ich kann jumpen, aber nicht richtig jumpen. Wie komm ich denn da hoch? Das ist eine sehr gute Frage. Ups. Warte mal, ich muss was ausprobieren. Ja, kann ich. Komm gleich wieder.
Als Handwerker, Mann. Hält ihr denn? Und scheiß Schlüssel. So. Und Gas geben, weiter. Yes, Baby. Kurz unterbrochen. Mal gucken, ob man den Cut sieht. Oh mein Gott, kann man da lang? Aber ich komme da. Oh, nee, ach, man kann da hochfahren. Ach, guck mal da. Ein Puzzleteil. Nice, eine Abkürzung ist, denke ich mal, nicht, aber hey, easy win. Also, was ich auch noch mal sagen wollte, wenn ihr Bock habt, macht mich doch mal ein bisschen. Oh, kann man da hinjumpen? Größer. Nein, wie kommt man da hin? Und lasst ein Abo da, schreibt Kommentare, wie ihr die Glocke liked, das Video. Ihr wisst, wie das funktioniert. Ihr seid die, die mich groß machen können. Ich bin ohne euch nicht. Das ist einfach so. Jeder YouTuber braucht Leute, die seine Videos schauen. Und ihr da draußen seid die, die uns groß machen. Also bitte macht mich größer. Schaffen dieses Jahr noch die 620 Abonnenten. Wäre ganz schön. Bei 613 bin ich zurzeit. Also hey, lass Liebe hier. Keine Hiebe, nur Liebe. Ja, das wäre ausreichend. Oh mein Gott, ich habe schon wieder Kisten abbekommen. Ist das sowas wie der blaue Stern bei Mario Kart? Ich versuche mal hier lang zu fahren. Wie kommt man da hoch? Ah nein, mit der Feder, ne? Oh nö. Ich Dummi. Ja, mit der Feder kommt... Ah, das war lieber Turbo. Mit der Feder. Wenn man dann beim Sprung den Feder macht, dann kommt man da, glaube ich, hin. Jetzt konnte ich nicht mal bei 50 Kubik einen Sieg zu holen, weil irgendwie kacke ich gerade ab. Das kriege ich alles. Yo, der Kuchen kann man wie ein Panzer schießen. Nice, ist schon nice. Ging schon wieder ein Kissen ab, das gibt's doch nicht. Als auf die Fresse. Ich habe jetzt keine Feder, das ist das Problem. Wenn ich eine Feder hätte, könnte ich, glaube ich, höher springen. Ja, denke ich mal schon. Ich glaube, das ist so der Nactus Punctus. Aber ich finde das ey, Spiel für 2,50 Euro finde ich echt stark. Ich finde das Spiel für 2,50 Euro echt stark. Es macht echt Fun. Es macht auf jeden Fall Spaß für das Geld. Es ist ein geiles Funny Kart Race. Wenn ihr Garfield-Fan seid, nice. Es muss. Jetzt habe ich die Feder. Jetzt hebe ich es mal auf. Eine Runde haben wir noch, ne? Ja. Ich will wenigstens am Start die Feder, das Puzzleteil holen. Meine Güte, mal gucken, ob das klappt, was ich vorhabe. Ich glaube, mit B werde ich nach oben geschleudert, ne? Nein, das ist, ich hätte X drücken sollen. Ich Idiot, das ist das Alter. Es hätte bestimmt funktioniert, wenn ich, ich muss mich jetzt bemühen, Erster zu werden. Also mit B tut man alles nach hinten pfeffern, mit X nach vorne. Ja, das vergesse ich gerade die ganze Zeit. Das ist mein Problem gerade. Und an ihm vorbeigedriftet. Nice, so geht das. Yes, Baby. Und ich weiß trotzdem nicht, wo das dritte Puzzleteil ist. Aber zwei weiß ich schon mal. Nee, klar, das dritte ist hier. Ich weiß, wo alle sind. Ich brauche nur zweimal eine Feder. Ah, das fahre ich nochmal ohne euch hier. Na, da müsst ihr nicht dabei sein und euch langweilen. Bis ich hier eine Feder bekomme, das kann dauern. Jetzt habe ich eine Feder und kann nichts machen. Ich probiere es mal aus. X. Ja, ich denke mal, so kriegt man die Höhe hin. Denke ich mal. Ja, hat mich gerade ein Kuchen am Arsch getroffen oder was? Ja, nicht der Kuchen TV, sondern hier der leckere Apfelpie, was auch immer das für ein Kuchen sein soll. Soll man sagen Apfelkuchen, aber ja, wir haben gewonnen. Runde Nummer 3 beendet. Yes, Baby, so kann es gehen. Und Sieg. Welche Position haben wir immer noch erst? Wer hätte das bei 50 Kubik gegen Bots gedacht? Ich nicht. Boah, ich bin gerade geistig voraus. Ich habe so schnell A gedrückt, dass ich nicht mal weiß, wie die Strecke aussieht. Macht nichts, kann passieren. Aber bis jetzt macht es echt Spaß. Mal gucken, den Pizzacup haben wir auch gleich intus, auf jeden Fall. Die letzten zwei Strecken. Ehrlich, ich krieg was aufs Pelz. Ich krieg was auf den Pelz. War eine dumme Idee, die Feder zu benutzen. Ja, ich weiß. Wie gesagt, hier, wenn ihr Bock habt, ihr könnt mich unterstützen, ihr könnt mich größer machen und dafür sorgen, dass ich vielleicht irgendwann mal die YouTube-Partnerschaft kriege oder überhaupt mal so 100 bis 200 Aufrufe pro Video kriege. Das wäre auch schon echt stark. Ihr da draußen seid die, die uns kleine YouTuber und große YouTuber groß machen und groß halten. Deswegen lasst doch mal lieber auf meinen kleinen Gaming-Kanal. Ich bin seit 4 Jahren dabei, Mensch. Und brauche euch, um größer zu werden. Ich brauche euch sowieso, um meine Videos zu schauen, weil ich mache ja Videos für euch. Auch wenn es nicht immer sehr geil ist und ich auch nicht so sympathisch bin, meine Stimme und so. Aber ich mache gerne Videos für euch. Ich habe Spaß daran, Spiele zu spielen, die ich sonst nicht spielen würde. Und das nur wegen euch, also für euch, also von der Sache. Nice. Ich wollte gerade vorher springen. Wäre das eine gute Idee gewesen? Nein, dann wäre ich mit die Bonbons gesprungen. Naja, 50 Kubik ist natürlich easy. Ich fahre immer gerne diese Sachen 50 Kubik, damit ich mit euch mir die Strecken angucken kann. Und dann gerne in nachfolgenden Videos gebe ich auch ein bisschen mehr Gas. Und fahre da mal 100, 150 Kubik und sehe zu, wie ich verliere, dazu sehen, wie ich verliere. Das wollte ich eigentlich sagen. Mein Deutsch ist gerade echt stark. Wo zur Hölle sind hier die Puzzleteile? Ich weiß nicht, wie hier Puzzle sein sollen. Oh, kann man da gerade ausfahren?
Nee, das gibt ja gar keinen Sinn. Das wäre in völlig falsche Richtung. Hm. Bin mir noch unsicher, aber... Vielleicht muss man auch über den Parkplatz fahren für ein Puzzleteil, weil eigentlich gibt es hier keine Points. Checkpoints meine ich, genau. Ich glaube, hier gibt es keine. Kann man vielleicht über den Parkplatz abkürzen, dann ist man langsamer, kommt vielleicht am Puzzleteil dran. Boah, das Driften ist so easy in dem Game und irgendwie so funny. Jetzt mal schnell alles raushauen nach hinten. Hier, zack, hier. Da lag, glaube ich, eine Torte. Ich meine, ein Apple Pie. Guck mal, sieht immer so aus, als wäre da irgendwie noch was drin, was... Oh ja, hier brennt man tierisch. Irgendwas Rotes drin, wo ich dann eher sagen würde, das ist ein Lasagnekuchen für ihn. Kein normaler Apple Pie. Ich weiß nicht, ob Garfield isst doch alles sein Leben gern. Ja, da hinten ist Puzzleteil. Da müsste man die Feder haben. Ach so, das war schon. Oh, scheiße, ich Idiot. Ich dachte, es geht weiter. Immer noch Erster, wer hätte das gedacht. Okay, Rennklasse Pizza, letzte Rennen. Und wir sind in der verdammten Wüste. Junge, 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 Junge. Ich glaube, wir sind in Ägypten. Ja, sieht so aus. Und jetzt starten wir. Und los geht's mit den Rennen in der verdammten ägyptischen Wüste. Bei 2 drücke ich Turbo durch. Ja, nein. Oh mein Gott. Ich bin mir auch nicht sicher, wann man hier den Turbo kriegt. Aber ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr das Spiel kennt. Jedes Rennspiel hat ja so ein bisschen seine andere Dynamik, obwohl sie alle gleich sind. Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir die Strecken im letzten Video schon hatten. Ob das einfach die gleichen sind. Aber eigentlich sollten das Pro Cup auch andere Strecken sein. Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass wir in Ägypten waren. Also guckt mein voriges Video und sagt mir, waren wir schon in Ägypten. Schreibt mal in die Kommentare, das wäre sehr lieb von euch. Ihr wisst ja, wie der Algorithmus funktioniert. Mir gefällt das gerade mit den Strecken sehr gut. Hoch, runter, hoch, runter. Das finde ich echt stark. Also ich muss sagen, für ein 2,50 Euro Spiel echt schöne Karten. Echt schöne Karten, echt schöne Strecken. Und ja, was eben so ein bisschen fehlt, ne, das macht man mit anderen Sachen weg. Sprungschanze. Ah Mann, ich habe die Feder wieder nach hinten getroppt. Das ist sehr schlau von mir jedes Mal. Ja, oh, das könnte man so kriegen. Aua, ich habe was abbekommen. Ich glaube, eine Torte, verdammt nochmal. Wirf doch nicht die Torten auf mich, verdammt. Wirf doch nicht die Torten auf mich. Drück als falsch. Ich wollte gerade über die Ecke drüber springen. Aber im Großen und Ganzen echt cooles Game. Für 2,50 kann man nichts verkehrt machen. Auf jeden Fall nicht. Ich habe im letzten Video die beiden Links reingetroppt, wo ihr die kriegen könnt. Das war einmal bei Mocker, keine Werbung. Und einmal bei CD Keys, keine Werbung, alles selbst bezahlt. Ich habe keine Werbepartner leider, aber bin ich zu unbedeutend. Und da könnt ihr auf jeden Fall die Sachen kriegen, kaufen und euch holen. Und dann schön bei Steam aktivieren. Ihr wisst, wie das läuft, das macht Fun. Aber ist unscheiß, ist ein echt geiles Game. Ich laber jetzt ein bisschen viel Bullshit. Ich möchte euch auch irgendwie unterhalten, deswegen laber ich so viel. Wie gesagt, ihr könnt mich groß machen, ihr könnt mich pushen, ihr könnt mich abonnieren, ihr könnt mich liken. Ihr könnt meine Videos kommentieren, werdet Teil meiner Mikro-Community. Es würde mich tierisch freuen. Und ich droppe immer alles nach hinten. Ich weiß nicht warum, aber das war so gewollt gerade. Da hinten ist noch ein Puzzleteil. Ah, okay, okay, okay. Ah, da können wir bestimmt von da rechts rüber springen. Ja, okay. Beim nächsten Mal. Apple Pie nach hinten weg. Ich habe doch was gehört, ey. Hört sich an wie so eine Rassel. War schon. Ja, nein. Okay, da brauchen wir doch ein bisschen mehr Turbo oder so. Er fliegt einfach nur geradeaus. Nice. Hier ist eine Feder. Ich glaube, das war sogar meine. Ja, ich denke schon. Ich glaube, wir sind auch gleich im Ziel und wir müssen die letzte Runde starten. Aber rein optisch für 2,50 ist das ein echt tolles Game. Ist natürlich nichts Besonderes. Oh mein Gott, die UFOs, wo wollen die denn hin? Ah, die wollen uns entführen. Mist, ich dachte, ich bin dran vorbeigefahren. Wie groß ist denn die Hitbox? Gigantisch. Ja, ich finde das Spiel cool. Was meint ihr? Boah, was ist das denn, ey? Da ist irgendeiner ganz nah bei mir, merke ich gerade. Sehr schön. Kein Problem. Können wir ändern. Die letzte Runde wird nochmal richtig heftig, dramatisch. Kann man nach hinten gucken? Ah, hier. Ah, okay. RB. Und ich schlafe schon wieder. So kann man nach hinten gucken. Kein Problem. Ich fahre natürlich dann vorne an allen wichtigen Sachen vorbei. Ich sehe ja nicht mehr, was vorne ist. Ist ja logisch. Das Driften macht Spaß, auch wenn es total easy ist. Es hat ein cooles Gefühl. Macht ein cooles Gefühl auf jeden Fall. Versuche jetzt mal den Jump dahin zu kriegen. Wo ist das? Da. Nein, schade. Ich brauche eigentlich jedes Mal eine Feder zum Jumpen, glaube ich. Also mit anderen Worten, das ist gar nicht in einer Runde wirklich zu schaffen, glaube ich. Yo, ich wusste doch, dass mir den normalen Sprung gehen muss. Jetzt versuchen wir mal über unsere Feder zu springen. Zack. Ja, ein bisschen bringt das in Höhe, ja. Alter, ich bin an Kuchen dran vorbeigejumpt. Beziehungsweise ist er an mir vorbeigeflogen.
Nicht sehr gut, ist kein roter Panzer. So muss es sein. Vor zum Ziel. Ich dachte, ich komme mit meinem Blocken. Ich habe ihn ja schon gehört. Nein, kann ich nicht. Aber wieder gewonnen. Verdammt nochmal, wer das gedacht. Wir sehen uns gleich auf dem Siegertreppchen wieder, ne? Würde ich sagen. Ja, ich glaube, hier gab es einen, ne? Ja, super. Erster. Ja, super. Kein Problem. Ah, gesunder Spoiler. Gesunden Kart, Geschwindigkeit garantiert. Wow, also seht ihr gerade, hier kriegt man noch Teile und dann kann man auch sein Kart schneller machen. Ja, dann müssen wir noch gleich mal ausrüsten, ne? Noch einer, schneller Spoiler. Nimm eine sportliche Haltung an und beschleunige wie ein Blitz. Ah, jeder hat eine andere Fähigkeit. Das finde ich cool. Das finde ich echt cool. Jeder Spoiler hat eine andere Fähigkeit. Und wir sind natürlich Erster und das sind die anderen Fahrer, die haben alle verloren. Kein Problem, so kann es passieren. Und raus hier. Nein, lasst ein Abo da, schreibt ein Kommentar, wie die Glocke, like das Video. Ich, euer P. Glück oder können, bin jetzt raus. Peace out.